Willkommen zu einer neuen Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Bin gerade noch ein bisschen am Holztransport, dass wir einfach ein bisschen was vorrätig haben bei uns oben. Die Pacht läuft ja aus. Die Gemeinde wollte ich noch anrufen. Gleich mal reinklingeln. So. Der zieht aber schon auch an seiner Belastungsgrenze hier hoch. Das kann nur einer sein. Folge Varuna, hallo? Dachchen. Hallöchen, Herr Müller. Es geht darum, dass Sie den Kohlepreis irgendwie in Verbindung mit dem Wasserwerk, der muss auf jeden Fall von 1700 gesenkt werden. Weil sonst müssen wir den Wasserpreis hier auf 2000 Euro pro 1000 Liter machen. Das kann nicht sein. Dann sind Sie nicht richtig informiert. 1700 soll die Kohle kosten. Und auf dem internationalen Markt sind es 500. Also, so sollte ich Ihnen das mal in Relation stellen. Mir wurde nur gesagt von der Polizei, die das Wasserwerk ja zurzeit befüllen, dass die. Von welchem internationalen Markt gehen Sie aus? Von dem. Okay. Also, da Sie mir jetzt so richtig auf die Nerven gehen, ist der Wasserpreis, der Kohlepreis im Moment auf 4000, auf 2000 Euro gestiegen. Richten Sie das bitte dem Richter aus. Tschüss. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich gehe schon mit dem Preis runter, damit die günstiger Wasser produzieren und die checken nicht, wie der Markt läuft. Da bin ich richtig stinksauer, ey. Die wollen mich doch wohl hier übers Ohr hauen. Alter, ich verschleudere doch nicht meine Kohle hier. Wenn die keine Ahnung von BWL haben, dann sollen sie es bleiben lassen. Oh, da krieg ich ja Vögel, ey. Da haben sie jetzt Pech gehabt, ey. 2000 mit Steuer. Wenn die sich nicht richtig informieren können, dann haben sie Pech. Ich bin schon so tief mit dem Preis. Das ist eine reine Unverschämtheit. Aber sowas von krass. Ich wollte die gerade anrufen und fragen, ob die noch Kohle abkaufen. Und jetzt hat er dann keinen Bock mehr. Ich soll 4000 Liter Kohle für 500 Euro verkaufen. 4000 Liter. Vor allem, wieso ruft der da an? Müller. Hallo. Hallo, Herr Müller. Mal eine ganz andere Frage. Wieso kümmern Sie sich um den Kohlepreis? Weil mir das so zugetragen wurde und außerdem ist das, und da sollte ich Sie mal ich wollte da mal mit Ihnen reden und Sie fragen, eigentlich, bis Sie ja aufgelegt hatten,
wie die Produktion, die hohen Produktionskosten zustande kommen, weil ich mir das nicht so ganz vorstellen kann. Ja. Ja. Aber eigentlich ist es einem Richter sein Job. Ja. Okay. Ja. Dann noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Tschüss. Kann ja jeder um die Ecke kommen und sagen, hier, der Preis passt nicht. Haben keine Ahnung von Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre? Um meinen mitgackern zu müssen. Da geht mir wirklich die Hutschnur. Vor allem mischt der sich da ein, der Müller, ohne dass er damit irgendwas zu tun hat. Der nicht die hier Dinge hat, um das selbst zu regeln. Ich muss hier Equipment zahlen. Volker Varuna, hallo. Jo, Cord ist vom Unternehmen, ihr Feld ist jetzt fertig. Jo, vielen herzlichen Dank. Wie viel waren das? Das waren 8000 Euro. Ich dachte, Hosenknöpfe, schade. Okay. Schön wär's. Ja, 8000 überweise ich Ihnen gleich. Ja, ich schicke Ihnen dann auch noch eine Quittung dann. Ja, das ist gut. 8000 inklus Steuer, ne? Ja, ist alles mitberechnet. Super. Dankeschön. Jo. Dann tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Ebenso. Weiß ich denen das gleich. 8000, ey. War eine stolze Summe, ey. Ist das ja kein 1700, ist ja kein 1000 Liter Preis, sondern pro Palette. Und wenn man das so rechnet, dann bin ich wirklich günstig dran. Also dann habe ich einen wirklich günstigen Preis. 2, 4, 6, 7, 4 mal 7 sind 28.000. Nehmen wir nochmal 3, also 10 Paletten hätte ich nochmal. So. Steuer daheim habe. Oder ob ich überhaupt noch Dünger habe. So rum eigentlich eher.
Welche habe ich noch dastehen? Eigentlich hatte ich doch auch mal einen Düngestreuer, oder? Leute. Albert hat denn letztes Mal gehabt? Steht er noch am Feld? Das könnte sein, dass der noch im Feld steht. Warte mal, ich schau mal ins GPS rein. Ah ja. Da ist es. So. Machen wir gerade mal. Oh Gott. Machen wir die Schüssel gerade mal sauber. Die hat's nötig. Wird sich der Jürgen auch freuen, wenn er ein sauberes Fahrzeug zur Wartung kriegt. Pflegebereifung brauchen wir noch. Hier. Ich hoffe nur, dass ich auch noch Dünger im Düngestreuer habe. Sieht gut aus. Volker Varuna, hallo. Moin. Hi. Bin fertig. Fahrzeugen. Ja. Ich müsste jetzt gerade noch mal kurz mein Feld düngen. Dann würde ich dir den Xerion bringen. Jo. Für die Sache macht 700. Steuer. Da war nicht viel dran. Steuer. Nee. Mich. Steuern habe ich schon überwiesen. Also 7. Achso, für die dein Dings da. Jo, für die Wartung. Überweise ich dir direkt. So, danke. Jo, passt. Jo, kein Thema. Tschüss. Ciao. Müsste eigentlich passen. Sollte genügend drin sein. Volker Varuna, hallo. Hallo, Polizeiinspektion Grünberger Land, Richter. Hallo, Herr Richter. Ich habe eine Rechnung für Sie. Habe ich falsch geparkt? Nee, fürs Wasser. Ah, dann rufen Sie aber nicht als Polizist an, oder? Was? Dann rufen Sie aber nicht als Polizist an, oder? Doch, weil da ist ja auch die Polizei kommt. Egal, das wären einmal bitte 48.000 Euro. 48.000? Ja. Bezahle ich nicht. Sie sollten mal Betriebswirtschaftslehre ein bisschen die Grundlagen lernen, aber dann passt's. Dann gucken Sie mal Ihren hohen Kohlepreis an, dann wissen Sie warum. Ja, gut, ich bezahle nicht. Ja, dann müssen Sie aber bezahlen. Ansonsten wird es eingefordert. Können Sie machen. Sie haben keine Ahnung, auf was sich mein Preis bezieht. Solange Sie das nicht nachvollziehen können, bezahle ich nicht. Seid Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Alle, wollen die mich flachsen? 48.000 Euro.
So, liebe Leute, aber das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.